Hallo Leute, heute möchte ich dir ein bisschen erzählen, was mich gerade selber sehr beschäftigt. Denn es ist so, ja, mein Buch ist zurück vom Lektorat und ja, es gibt einiges zu tun und ja, es gibt einfach im Moment mehrere Baustellen. Ja, ich möchte halt, dass sich das Buch am Ende möglichst gut verkauft. Und ich tue mich gerade ein bisschen schwer, worauf fokussiere ich mich, bis das Buch eben rauskommt. Also das Buch soll im, sagen wir mal, im Dezember diesen Jahres erscheinen. Und es ist für mich ein bisschen schwierig zu sagen, okay, womit beschäftige ich mich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt? Also natürlich die Überarbeitung ist ganz klar. Ich muss auch noch was beim ersten Teil muss ich tun, weil da kommt ja eine Gesamtausgabe raus, da muss ich noch ein bisschen was formatieren. Ich habe auch mit meiner Webseite im Moment ein bisschen, ja, will nicht sagen Probleme, eben auch mit meinem Newsletter, es gibt einiges zu tun. Deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer zu entscheiden, wo sind gerade die Prioritäten? Also was ist gerade besonders wichtig? Und das ist auch einfach mal so eine Message an dich. Ja, wenn du irgendwie, du schreibst ein Buch oder du bist vielleicht schon fertig, zu überlegen, okay, was ist jetzt besonders wichtig? Was ist, du hast einige Dinge zu tun, aber was ist jetzt am wichtigsten? Wo sagst du, das kann warten. Ja, also ich habe jetzt für mich beschlossen, die Überarbeitung von meinem Buch ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist klar. Weil meiner Webseite und so, das kann danach auch noch passieren. Also ich habe einige Möglichkeiten, damit das Buch einfach gut sichtbar ist auf Amazon. Und von dem her ist es jetzt kein Beinbruch, weil ich sag mal so, wenn du irgendwie, es klingt ein bisschen platt, aber ich sage mal, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und wenn du irgendwelche, also ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich mache mir eine Liste und schreibe da einfach auf, okay, was ist zu tun? Punkt A, Punkt B und genau. Und dann schaut man halt, dass man halt das eben abarbeitet. Und das möchte ich dir auch raten, wenn du gerade, wenn du sagst, okay, ich möchte zum Beispiel gerne ein Buch schreiben und das dann veröffentlichen. Ja, dann kannst du dich fragen, okay, was ist jetzt das Allerwichtigste? Und das einfach Stück für Stück abarbeiten. Denn ich sage dir, im Grunde geht es nur darum, dass du die Dinge tust und nicht in welchem Zeitraum. Dass man sich da nicht so unter Druck setzt. Und natürlich sollte man Deadlines haben, sollte sagen, okay, bis dahin sollte das Buch fertig sein und so weiter. Und ich werde auch schauen, dass ich das bis dahin auch alles so gut vorbereitet habe, dass das alles dann steht. Aber ich sag mal so, im Dezember wirst du das Buch auf jeden Fall zu lesen bekommen. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sicher. Nur es betrifft mich persönlich. Ja, ich habe da so die eine oder andere kleine Baustelle, wo ich einfach noch gewisse Dinge tun muss. Und also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich viele Aufgaben habe, dann ist es so, wenn ich viele Aufgaben habe und irgendwie so das Gefühl habe, muss ich jetzt alles irgendwie bewerkstelligen, dann lähmt mich das irgendwie. Dann komme ich am Ende gar nicht ins Handeln. Und das ist irgendwie gerade so, seit ein paar Tagen habe ich da so ein bisschen das Problem. Aber ich habe mir jetzt eine Liste gemacht, habe mir aufgeschrieben, okay, was ist jetzt das Allerwichtigste erstmal und habe einfach so Prioritäten gesetzt. Und das ist das, was ich dir auch gerne raten möchte. Von dem her, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal und dann hörst du immer wieder, wie ich von meinen Büchern erzähle, wie ich Tipps gebe,
dich versuche ein bisschen zu unterstützen. Und ja, dieser Kanal, der ist ja eben auch noch nicht, also der ist eben auch noch nicht da, wo ich ihn gerne haben möchte. Und da spielt eben auch meine Webseite auch eben eine Rolle. Also ich habe schon sehr viel Ahnung, ich habe auch schon viele Bücher verkauft und so, also ich mache das schon seit einigen Jahren, aber man lernt immer dazu und es gibt viele, viele Autoren, die sind noch viel, viel besser als ich, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, das ist wirklich so, aber ich denke, unterstützen kann ich auf jeden Fall, weil ich habe schon viel Ahnung und genau, also wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütz mich mit einem Daumen hoch. Und gib dem Kanal ein Abo. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.